alles, was ist, liegt als Einheit vor. Als Einheit in der Vielfalt. Egal, was wir denken, wir müssen es immer als Einheit denken, als Einheit begreifen, als Einheit unter vielen. Wir können nichts denken, was keine Einheit bildet. Das gilt auch für Wind. Das gilt auch für Gerechtigkeit als ein Beziehungsgefüge verschiedener Gegenstände. All das sind Einheiten. Alle Einheiten stehen in einem Verhältnis nach außen und nach innen. Das Bett steht im Verhältnis zu anderen Betten, in einer Art quantitativen Verhältnis. Es steht auch abgrenzbar nach außen diesem Stift gegenüber. Beides bildet eine Einheit, die voneinander abgrenzbar ist. Des Weiteren bildet das Bett oder besteht das Bett in einem Verhältnis zu seinen Teilen. Eine Matratze, ein Lattenrost, ein Rahmen, Schrauben, Motoren, was immer als Teil in diesem Bett Bestandteil sein mag. Nimmt man diese Bestandteile weg, löst sich das Bett auf und ist nicht mehr. Solange das Bett eine Einheit ist, solange die Teile eine Einheit bilden, gilt auch in Bezug zu dieser Einheit dieses doppelte Verhältnis nach außen und nach innen. Die Gesamtheit der Welt stellt ein Ganzes dar. Alle Einheiten, die wir in der Welt finden, bilden den Kosmos, die gegenständliche Seinssphäre. Sie sind verbunden. Alles, was wir denken können in diesem Universum, was immer es sei, ist verbunden durch sein Sein. Die Ganzheit des Seins ist ebenfalls nach innen abzugrenzen, in einem Verhältnis nach innen zu sehen. Sie ist aufgebaut aus der Vielzahl der Bestandteile, die sich eben gemeinsam zum Ganzen fügen. Anders als bei allen anderen Gegenständen, die wir bisher hatten, grenzt sich die Gesamtheit des Seins jedoch nicht gegen andere Gegenstände ab. Denn die umfasst es ja schon. Es ist ja als Gesamtheit definiert. Und in diesem Zusammenhang tritt nun ein anderes Phänomen, ein anderer Gedanke in den Blick, in den Mittelpunkt. Denn offenbar ist die Gesamtheit dessen, was wir denken, die Gesamtheit der Gegenstände, materiell oder auch ideell, nicht alles, sondern nur alles, was gegenständlich ist. Demgegenüber steht die Kraft des Subjekts, die Subjektivität. Die Gegenstände werden vorgestellt, das Subjekt stellt sie sich vor. Es stellt sie sich vor.
Es nimmt was auch immer und macht es sich zum Gegenstand. Und entsprechend tritt die Gesamtheit der Welt, das Ganze, alles, was sein ist, in einem Außenverhältnis zu einem nicht gegenständlichen Sein zum Bewusstsein. Und beide zusammen bilden wieder eine Einheit, eine höhere Einheit, eine Einheit höheren Grades. Nur beide Komponenten zusammen bilden das vollständige Sein, Sein und Bewusstsein, Gegenstand Sein und Bewusstsein. Sie bilden den Komplex, der, wenn man ihn als Einheit denken will, nicht mehr denkbar ist. Denn er ist über Sein. Er ist ja nicht mehr einfach Gegenstand. Er ist auch nicht mehr einfach Bewusstsein, sondern er liegt in der Verschmelzung vor. Und diese Verschmelzung kann notgedrungen für ein Bewusstsein, das als Resultat der Trennung in Bewusstsein und Gegenstand entstanden ist, nicht gedacht, nicht vorgestellt, nicht begriffen werden. Die Verschmelzung von Gegenstandsein und Bewusstsein ist das eine. Und das eine ist nicht etwa etwas, das aus diesen beiden hervorgegangen ist, sondern umgekehrt. Diese beiden Komponenten des Seienden, des Bewusstseinenden, des vollständig Seienden, müssen nach Plotin dem einen hervorgegangen sein. Sie treten in der Welt auseinander. Und erst so entstehen unsere Bewusstseinsprozesse. Ich nenne das Übersein. Das ist ein Begriff, den ich jetzt verwende. Man kann dazu aber auch sagen, der Ursprung. Das, was die beiden Komponenten verursacht hat. Das Erste, das, was ihnen vorausgegangen ist. Dieses Erste, dieses Übersein, dieses nicht-seiende Sein, dieses mehr als seiendes Sein, ist notgedrungen unbegreiflich. Dafür ist es aber zu denken als höhere Wirklichkeit, als wirkliche Wirklichkeit, als echte Wirklichkeit, als die Verschmelzung von Gegenstand und Bewusstsein zu mehr. Dieses eine ist nach Plotin zwingend anzunehmen und zwingend aus der Einsicht abzuleiten, dass alles als eines vorliegt, was wir denken. Es ist also logisch ein direkter Weg von den kleinen Einheiten zur Übereinheit. Glück, wenn das eine Wirklichkeit ist, Glück besteht für Plotin darin, wenn man die Spaltung der beiden Seinskomponenten auflöst und sie wieder verschmelzen lässt. Wenn man aufhört, gegenständlich zu denken und wenn man aufhört, als Ich zu denken, sondern wenn man einfach nur noch ist. Wenn man sich versenkt in die innere Einheit, in das eine, das in uns allen ist und dadurch verschmilzt mit der höheren Wirklichkeit. Rational
können wir nur davon ausgehen, dass wir durch Negation so nah wie möglich an das eine kommen. Praktisch müssen wir die mystische Schau anvisieren. Die Apherese, das Abziehen allen Erkennens, das Verzichten auf alles Erkennen, auf allen Erkenntnisprozess und die vollkommene Versenkung im All, im Nichts, in der Jenseitigkeit. Was wir dann erleben, ist kein Erleben. Es vollzieht sich. Es ist etwas, das wir nicht beschreiben können, woran wir uns nur als schwaches Abbild erinnern, wenn wir wieder zu uns kommen. Denn es ist nur temporär möglich. Aber das ist der Sinn des Lebens. Einkehr in sich, Einkehr zum einen, alles Gegenständliche, alles Ich hinter sich zu lassen und erfüllt zu sein vom Meer. Meines Erachtens ist das der Kerngedanke von Plotin.